Sonntagabendlauf, 10 Kilometer, ziemlich entspannt. Das war aber jetzt nicht irgendein Lauf, sondern ein virtueller Lauf. Das heißt, ich bin in Mexico City mitgelaufen. Quasi virtuell. Also ein virtueller Lauf ist nicht wirklich virtuell, der findet schon in echt statt. Ich bin ja auch in echt gelaufen. Kurze Erklärung. Ein virtueller Lauf ist ein Event, bei dem Teilnehmer an einem bestimmten Tag oder Zeitraum individuell laufen können, anstatt an einem festen Ort oder zu einer festen Zeit an einem physischen Rennen teilzunehmen. Teilnehmer melden sich online an, laufen die vorgegebene Strecke an einem Ort ihrer Wahl und zeichnen ihre Laufzeit und Strecke entweder mit einem GPS-Gerät oder einer speziellen App auf. Die Ergebnisse werden dann online eingereicht und Teilnehmer erhalten oft eine Medaille oder Urkunde als Anerkennung für ihre Leistung. Ich habe mich also über die Adidas-App, also Runtastic hieß die mal, angemeldet für diesen Mexico City Lauf. Den bin ich dann hier in Wismar gelaufen, weil es ja viel günstiger. Bin da schlau. Bei diesen virtuellen Läufen geht es nicht um die Zeit, sondern einfach mehr um die Sache, dass man bei was Großem dabei ist. Und bei diesem Mexiko-Ding gerade eben waren 92.000 Menschen angemeldet. Die haben alle daran teilgenommen, um so eine tolle digitale Trophäe zu bekommen hier. Das ist meine, nur meine. Ich sammle das für euch, weil es macht mir einfach Spaß. Andere sammeln Pokémons, ich sammle halt sowas, wo wir gerade beim Medaillen sammeln sind. Ich habe neulich versucht, die 200 Meter in der Geschwindigkeit zu laufen, in der Kipchoge einen gesamten Marathon läuft. Bin ich im Bild? Ja. So, ich versuche jetzt mal die 200 Meter in 35 Sekunden zu laufen, weil ich brauche diese Medaille. Das heißt, ich gehe jetzt da vorne hin, ungefähr 200 Meter, und dann starte ich einen Workout. Die Uhr sollte normalerweise bei 200 Metern aufhören. 200 Meter später. Ich weiß nicht, wie schnell ich gelaufen bin. Jetzt, 33. 247er Pace. Ich kann nicht mehr. Das hier ist übrigens die Medaille, die ich für meine hervorragende Leistung bekommen habe. Schön, oder? Länger als 200 Meter hatte ich das allerdings nicht durch, weil wir reden hier von einem 247er Pace und nee. Also die nächste Medaille, das wäre dann die dritte von diesen Kipchoge-Erfolgen, so nenne ich das mal, bekomme ich wohl nicht, weil das geht dann um 400 Meter in der Geschwindigkeit und das. Nee. Übrigens, diese Kipchoge-Sache, die gibt es scheinbar nur bei meiner Uhr, also bei Koros Uhren. Und direkt mal eine Frage an die 5 Millionen Abonnenten, die jetzt noch zugucken. Wer sammelt auch solche digitalen Trophäen, Abzeichen, Medaillen, Erfolge, wie auch immer man das nennen möchte? Bitte mal kommentieren. Würde mich interessieren, mit welcher App, für welchen Sport und welches der härteste Erfolg war oder die härteste Herausforderung, Medaille, wie auch immer. Danke. Ja, das war mal so ein kleiner Ausflug in meine virtuelle Medaillenjagd. Kurz was zu den kommenden Läufen, die ich noch machen möchte dieses Jahr. Das habe ich mir aufgeschrieben. Ich muss mal ab und zu mal ablesen. Also, am 3. Oktober laufe ich in Rostock bei Rostock 10, die 10 Kilometer. Und da gibt es auch nur 10 Kilometer. Und das wäre quasi meine erste Teilnahme an diesem Event. Ich will mich da auch nicht so verausgaben, denn am 20. Oktober, also 3 Wochen später, bin ich beim Stadtwerke Marathon in Lübeck und da laufe ich wieder 10 Kilometer. Und das ist dann dort meine zweite Teilnahme. Und das ist mir sehr groß, sehr gut organisiert, macht Spaß. Deswegen freue ich mich darauf besonders. Ich will auch versuchen, dass ich da meine Zeit verbessere. Das heißt, irgendwie so um die 47 Minuten. Somit kommen wir auch schon zum nächsten Thema, weil, um meine Zeit zu verbessern, habe ich das Laufband wiederentdeckt. Ich habe mal in meinen Halbmarathon-Vorbereitungen diese Sprint 8-Sache gemacht auf dem Laufband. Fand ich nicht so gut, aber mein Gedanke dahinter ist einfach, auf dem Laufband habe ich eine fest vorgeschriebene Geschwindigkeit. Könnte für mich einfacher sein, weil ich kann es nicht einschätzen. Bin entweder zu schnell oder zu langsam und nicht immer in der gleichen Geschwindigkeit, was ja relativ wichtig ist für so ein Intervall. Das war 6 von 8. Es wird pro Runde irgendwie immer schneller. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Das hatte ich irgendwie nicht so anstrengend in Erinnerung.
Und der Plan ist, dass ich das dann ein- bis zweimal die Woche mache im September bis halt zu den ersten Läufen im Oktober. Und dann nachher irgendwann einmal die Woche, einfach um ein bisschen bei der fit zu bleiben und dann mal gucken, irgendwann geht es ja wieder mehr los, wenn ich weiß, welche Läufe ich noch machen will. Ich habe da momentan noch keinen Plan. Naja, ich gucke gerade auf meine Notizen, das war's. Ich habe alles gesagt, ich habe über die Medaillen gequatscht, meine zukünftigen Läufe. Das reicht ja auch. Danke für die Zeit, mehr kann ich gar nicht sagen. Bis nächste Woche, da gibt es wahrscheinlich ein Video zum Thema, ich weiß gar nicht, doch ich weiß es, aber das wird völlig anders als die letzten. Spannend, also. Gute Nacht.